Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu Pokémon Randomized Rote GG Deluxe Deluxe mit Gelax. Hallo. Joy ist gerade hergekommen. Wo wird hier gesagt? Verschwindet, Eindringlinge. Oh, wenn ich jetzt die Treppe hoch will. Ah, jetzt kommt hier, okay. Da kommt sonst Knogger, glaube ich, ne? Mhm. Der Geist taucht auf. Das Silphscope hat den Geist identifiziert. Oh, es ist tatsächlich immer noch Knogger. Dann dürfen wir den nicht fangen. Und ich habe Buffy nach vorne getan. Hm. Er ist Boden. Nur Boden. Body Slam? Keine Ahnung. Und das Knogger ist übrigens, what the fuck, Level 30. Oh my god. Look at her butt. Wir können es doch eh nicht fangen. Weil's ein Geist ist. Nee, ich weiß, aber es ist stark halt. Ja, gegen dich nicht, weil du ja wieder dein Level 34er da hast. 35 ist ja gerade geworden. Ja. Und Knogger macht einen Silberblick, als ob man das überhaupt merkt. Aber weil Knogger mich berührt hat, ist es eh vergiftet, von daher. Hat es dich unsittlich berührt? Ja. Ich zeig dir anhand dieser Nidoqueen-Puppe, wo es mich berührt hat. An diesem Giftstachel hier. An dieser Nidoqueen-Puppe. Oh, ich hätte Seemobs fangen können. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Dragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Findest du das schön? Muss mich erst heilen. Du hast einen geschützten Bereich bewegt. Ich gehe wieder hoch. Was macht man hier eigentlich? Ach, hier. Oh nein, hier sind ja wieder die Rocket-Leute. Och, Mann. Was willst du? Warum bist du hier? Oh, das wird toll geworden. Was denn? Was denn? Aber ich hätte es eh nicht einsetzen dürfen. Warum? Wen hast du? Funfy. Ah, okay. Der wäre aber echt cool. Verschwindet Eindringlinge. Wann lernt Igel Lava denn mal eine vernünftige Attacke? Oh, nicht Superschall. Warum? Womit habe ich das verdient? Oh mein Gott, es ist ein Knogger geworden. Na dann. Bist du auch da jetzt? Machen wir doch mal schnell Gigasauger. Toro holt auf hier mit großen Schritten. Und fasst der Heidi von hinten an die Schultern. Die Heidi. Level up für Spike! Mein Igelava Level 28. Level 3. Hat er schon Flammenrad gelernt? Nein, der kann immer noch nur Glut und das ist so nervig. Wann lernt er denn Flammenrad? Weiß ich nicht. Es nervt mich genauso wie dich. Der Geist ratlos, Mutter des Ragossos, bla bla bla, jenseits. Jo. Erstauner! Auch so eine nutzlose Attacke. Was haben die Rockets hier? Der erste, da, bei dem ich gerade bin, der hat jetzt zweimal Zubat bisher gehabt. Okay, dann sollte ich mein Dings nicht vorsetzen. Wen solltest du vorsetzen? Nicht den Käfer. Nee, das stimmt. Und mein Pokémon haut sich die ganze Zeit selbst. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Hör auf, dich selbst zu schlagen! So, und jetzt kommt ein Golbat bestimmt, oder? Noch ein Zubat, mal gucken. Ja, sag. Oh, ich bin predicted, Leute. Predicted. Golbat? Ja. Gifloor ist so überlevelt. Ich setze ein Heil-Item trotzdem wieder ein. Ich bin auch bei Golbat jetzt. Und das mit zwei Zerschneidern. Mit zwei Zerschneidern besiegt, oder was? Die Zubats, ja. Achso, die Zubat, ich dachte Golbat. Achso, Golbat sieht ja doof aus in der Edition hier. Ja. Aber ich finde, Golbat sieht echt in vielen Editionen leider doof aus. Mich freut ja, dass Golbat, also das X-Bad mit dabei war beim, was war das, Pladin? Pladin, jo. Weil ich finde, das ist ein Pokémon, das hat man nicht immer dabei. Und ich finde, es ist trotzdem gut eigentlich sogar. Ja. Boah, 900 Erfahrung, krass. Ich gebe auf. Besser ist es, ne? Besser ist es. Ich werde dir das nie verzeihen. Oh, der Arme. Golbat ist jetzt erstaunlich. Wir haben den traumatisiert, Goro. Ungefähr so. Soll ich wie du dich danach so räusperst. Erst wie so. Oh, wen haben wir hier? Da war so ein alter Knocker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Eigentlich nicht. Okay, dann kämpfe ich gegen dich. Und zwar werde ich Smogon in den Kampf schicken. Oh, Level 26. Jetzt holen die mal auf vom Level her.
Die Rocket Rüpel. Oh, Mogelhieb war nicht so gut. Überwurf. Finale! 43 KP. Ich hab's überlebt. Scheiße, Mann, die können ab jetzt Finale, Goro. Oh nein. Why you do this to me? Als du das gesagt hast, ging mir so ein bisschen der Arsch auf Glatteis gerade. Warum meinst du? Ja, weil ich auch gegen das Morgan-Kämpf. Ach ja, stimmt. Ach, danach kommt zum Glück. Ach scheiße, ich bin auch dumm, ne? Ey, er wechselt Traumato ein und ich bleib bei meinem Kampf-Pokémon und wundere mich, warum es fast stirbt, ey. Das ist halt sehr effektiv, Grants. Oh, learn to play. Mach halt weiter, Grants. Dann kann ich endlich mein Mankey wieder mitnehmen. Buffy, du bist dran. Werf deinen Flock. Habe ich dich echt überholt jetzt? Wenn du schon fertig bist da, ja. Bin fertig da. Ist er bei dir nicht explodiert? Nee, nee. Lol. Pokémon sind nur zum Geld verdienen. Halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Ich gehe jetzt aber erstmal runter und heile meine Pokémon, weil das hat mir ganz schön auf die Fresse gegeben. Du wirst niemanden retten! Das war obwohl, oh, schaffe ich den einen jetzt noch? Was hat der für ein Pokémon? Dann vier Stück. Oh, shit. Es ist ein Super. Ach komm, ich darf ja notfalls noch drei Heil-Items nutzen. Ich riskiere mal was. Du wirst niemanden retten. Das zweite ist ein Dragonier. Das ja, und das letzte ist Celebi. Das letzte ist Celebi. Der Rocket Rüpel so. Er fängt so mit so einem Zubat an, weißt du? So total entspannten Zubat und dann. Zubat Aurora Strahl One-Hit, oder? Yes. Nice. Volltreffer soll gewesen. Der Schneider hat bis jetzt jeden gewonnen von ihm. Aber mein Giflo ist ja auch Level 36. Das ist bald überlevelt nochmal so, ne? Ja, was soll ich machen? 38 darfst du werden. Was? 38? Ja. Wie sind denn 38? Ich denke 43. Der Sabrina hat 43. Koga doch auch. Nein. Was? Hatte ich in meiner Liste letztes Mal vertauscht. Die haben doch beide auf gleich. Nein, das wäre total unlogisch. Das war ja das, was das jetzt, Leute, deswegen ruckelt es kurz, ich guck jetzt nochmal. Nein, ist okay. Du musst ja nicht, dass du gleich googelst. Du wirst nicht ungestraft davon kommen, sagt er. Sag mal Bescheid, wenn du beim Alten bist, dann können wir den zusammen machen. Du musst nur noch den rattigen Karl hier besiegen. Wobei, wenn du es gewesen wärst, hättest du nicht gewartet. Du hättest wieder alles gemacht, weil schnell, schnell, schnell. Es geht ja auch hier immer um was. Es geht um den Spaß am Spiel. Überleg mal, ich bin mit zwei kampffähigen Pokémon, hab ich die letzten drei den ganzen Turm gemacht. Ah, der Typ gibt uns, glaube ich, die Flöte, ne? Damit wir den Ding da wegmachen können. Ich wusste nicht, dass ich im Pokémon-Spiel drin bin. Oh yeah, Seemobs auch Level 30. Dann wickelt er sich, ne? Weiß ich gar nicht. Wir werden es jetzt sehen, Leute. Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Nein, er entwickelt sich nicht. Okay. Okay, soll ich den Alten ansprechen? Mhm. Ach, der ist das. Okay, hab. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank. Aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Dragossus Mutter zu beruhigen. Oh, die Seele des Knorkers sollte nun in die ewigen Jagdgründen eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turms. That was easy. Hm. Bist du da? Jo. Korobai! Beziehungsweise Grenz! Du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Grenz erhält Pokéflöte. Yay! Pack die in Basistasche. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Nice. Alles klar, Opa. Damit können wir auch Dingens wecken. Aber welches Level hatte der nochmal? Relaxo? 25?
Ach so, niedrig? Oder 30? Okay. Ich dachte 40 oder so. Jetzt gut geschätzt, ich möchte nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es anders ist. Ja. Sollen wir dann einmal zu dem Relaxo, was da hinten liegt, links? Ja, welches Level hat das denn? Ja, keine Ahnung, Mann. Gehen wir es halt checken. Es kann ja nicht wo so denn, viel... Wo meinst du denn links? Da bei den Feuerleuten. Kannst du dich daran erinnern? Da, wo die Voluna und so hatten, liegt ein Relaxo. Da liegt eins? Ah ja, klar, stimmt. Das blockierte ja die Fahrradroute, dass wir nicht nach unten können. Genau. Da laufe ich jetzt schon mal hin. Ach, Goro will's echt wissen, ey. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist halt mega hochgelevelt. Aber ich will halt wissen, ob's gerandomized ist oder nicht. Das ist bestimmt gerandomized, aber kannst du vorher gucken... Welches Level das ist? Ja. Okay, Mama. Ja, du hast ja so ein Level 800 Pokémon da. Laxo Kanto. Da liegt der, Leute. Warte, jetzt check ich erst mal. Ja, ich weiß. Du denkst, ich spreche den jetzt an, wenn ich wissen will, welches Level er hat? Denkst du, ich spreche den jetzt an? 30. 30? Man weiß halt nicht, was es ist. Ich bin noch nicht da. Also, ich stehe genau davor. Warte, ich bin gleich da. Ich bin halt immer so ein Schisser. Ja, und am Ende hast du doch 2 Punkte geholt bis jetzt. Ich meine, das Worst-Case-Scenario ist, dass es irgendwie ein Habitat ist. Naja, ich glaube, Relaxo ist ja schon ein starkes Pokémon. Ich denke schon, dass da jetzt ein gutes Pokémon liegen wird. Also, wenn es nicht Relaxo ist, Leute, dürfen wir es fangen. Soweit die Theorie. Oh, ich hab's angesprochen, aber zum Glück kann man noch Nein drücken. Okay, wollen wir es ansprechen? Warte, ich setz einmal mein anderes Pokémon nach vorne. Ja. Wir wissen ja eh nicht, was es ist. Obwohl, halt, warte mal. Ja, stimmt. Aber zum Schwächen halt. Ist aber auch eine gute Idee, ich setz vorsichtshalber schon mal den hier nach vorne. So, okay. Ich spreche es jetzt auch an. Okay, Pokeflöte ja. Ich konnte es gar nicht genießen. Hä, ich hab's genauso gemacht, wie es da war. Nein, eben nicht. Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Und Leute? Fick dich. Fick dich wirklich. Was hast du gekriegt? Ich kann es eh nicht fangen, weil Species Claws ist, aber ich hab einen Taubsi gekriegt. Welches hast du? Taubsi! Aber sag mal nicht deins, wenn du es jetzt fangen darfst. Ich töte das, ich hasse das, ich will das nicht haben, ey. Taubsi! Und jetzt hat's Wirbelwind gemacht! LOL! LOL! Das hat Wirbelwind gemacht und der Kampf wurde beendet. Ich krieg nicht mal Erfahrungspunkte dafür. OMG! Taubsi! Dieser scheiß Randomizer! Ja, Joy. Ja, komm du mal wieder. Du hast mich doch lieb, ne? Ach, Goro. Wirst du deins fangen? Ja, muss ich. Okay, bin ich gespannt. Was heißt musst du? Du musst nicht, aber... Ich hab nur ein Problem. Leute. Es hat gerade Abgesang gemacht, das heißt in 3 Runden stirbt. Wer hat das gemacht? Das Gegner-Pokémon. Hast du Lapras? Ist dann Abgesang gemacht. Dann hat er, glaube ich, Lapras, Leute. Hoffentlich stirbt dein Pokémon. Nee, ich hab's schon ausgewechselt. Meins kann nicht mehr sterben. Abgesang steht auf 1. Okay, ich muss einen Ball werfen, ansonsten ist weg. Ich heile meine Pokémon und dann gehe ich mal. Soll ich mal in der Kampfarena gucken, welches Level die da haben? Nee, ist ausgebrochen. Ich werde es nicht fangen können. Hä, warum nicht? Weil Abgesang das killt. Ja, aber doch nicht, wenn du getauscht hast. Aber es... Alle betroffenen Pokémon sind K.O. Das heißt... Ach so, er selber auch. Selbst auch tot. Es war Quaxo. Ach, Quaxo. Okay. Die Kingstein-Form von Quappo. Genau. Cool. Ja, ich hab Taubsi. Ja, aber ich konnte es nicht fangen. Es ist tot jetzt.
Das ist ärgerlich. Ja, dann gehen wir nächstes Mal zur Kampfarena, Goro, oder was? Oder wir machen das andere lassen. Nee, aber jetzt nicht mehr, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ah, das war doof. Quaxo hätte ich gern gehabt, aber Abgesang hat ihn halt in 3 Runden gelegt. So schnell konnte ich halt auch nicht schwächen und einschläfern. Immer noch besser als Taubsi. Das ist richtig, aber ich konnte ihn nur einmal einschläfern und dann... Ich stelle mich mal vors Pokécenter. Ja, ich jetzt auch. Das ist doch doof, ey. Quaxo wäre aber ein cooles Pokémon. Aber ich weiß nicht mal, was für ein Dings Quaxo ist. Einfach nur Wasser, glaube ich, oder? Ich check das mal, Quaxo. Quaxo ist nur Wasser, ja. Schade. Kingstein. Quaxo wäre toll gewesen. So, okay, ich stehe am Pokécenter. Hä, aber warum ist Taubsi genauso stark wie Relaxo? Ich check es nicht. Nein, das ist, die sind wirklich einfach gerandomized. Achso. Da wird halt wirklich einfach Scheiß drauf, irgendwas hingepackt. Scheiß drauf, Leute. Manchmal ist es so. Vielen Dank fürs Zusehen. Taubsi hat mir auf jeden Fall den Tag gerettet. Quaxo hat sich selber gekillt. Was sollen wir machen? Bis zum nächsten Mal. Haut rein.